Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 17.12.2020. Heute ist Donnerstag. Ich war heute schon im Spital, weil ich ja gestern gesagt habe, dass mich die Einwohnerin ins Spital überwiesen hat. Ich musste aber nicht drin bleiben, weil diese Entzündung an der Seite meines Hals innen Gott sei Dank von vorgestern oder von gestern auf heute so gut geworden ist, also so viel besser geworden ist, dass sie mich jetzt doch nicht mehr stationär behalten wollte. Und auch wegen dem Corona-Risiko, dass wir das nicht eingehen und sie hat gesagt, es sieht ganz gut aus und ich soll das Antibiotikum ausnehmen. Und wenn es schlechter wird, soll ich mich melden, damit ich stationär aufgenommen werde. Aber momentan sieht es nicht so aus, als wäre es notwendig. Mir tut beim Sprechen noch immer ein bisschen der Hals weh, aber es geht. Ich habe gestern auch 2 Flaschen in der Nacht getrunken. Von meinen Trinkflaschen. Diese hier. Und da konnte ich die letzte Zeit gar nichts von trinken, weil das Ansaugen an der Flasche mir so weh getan hat. Aber gestern konnte ich 2 Flaschen trinken. Das sind so normale Flaschen, die man nicht kippen muss zum Trinken, sondern wo man nur dran saugen muss. Und so Sportflaschen. Und die habe ich immer im Bett stehen, damit weil die nicht so leicht umfallen und rauslaufen. Und gestern konnte ich, wie gesagt, das erste Mal 2 Flaschen trinken, ohne dass ich extreme Schmerzen hatte. Und das hat mir heute auch viel gebracht. Ich habe eine Angst vor Montag, weil Montag muss ich Katheter tauschen. Und naja, mal schauen. Aber ich habe jedes Mal Angst davor. Und ich nehme jetzt auch schon über eine Woche Antibiotika. Und soll es weiternehmen. Also war der Spezialbesuch ganz positiv. Und ja, es hat mich gefreut, dass sie mich nach Hause gelassen hat. Ich bin schon sehr müde heute. Aber schon immer wieder ständig müde. Hab mich um 3 schon hingelegt oder 3:30 und eine Stunde oder 1,5 Stunden geschlafen, weil ich so energielos war. Und jetzt fühle ich mich wieder so müde. Es ist gerade 19:15 Uhr. Ich habe gerade noch ein paar SMS beantwortet. Kerstin, Claudia und so weiter. Und Sonne ist halt nicht mehr gekommen. Die war dann schon verplant. Ich habe leider die SMS von ihr übersehen. Das fand ich schade. Und ganz ehrlich gesagt hat mich auch etwas geärgert. Aber auf der anderen Seite, warum soll sie den ganzen Tag auf mich warten? Wenn dann im Endeffekt vielleicht eh rausgekommen wäre, dass ich im Spital bleiben muss oder so. Also habe ich auch irgendwie Verständnis. Auch wenn ich mich kurz geärgert habe. Es war halt nicht viel los, heute hat mein Opa Geburtstag.
Ich war nicht mit drüben gratulieren, weil ich eben so müde war. Und es tut mir mal leid, wenn ich ihm nicht gratulieren kann. Aber ich werde es zu Weihnachten nachholen. Und ja, sonst war es ein recht ruhiger Tag. Ich habe bis um 11 Uhr geschlafen. Und oder bis fast vor kurz vor 11. Und ja, mehr ist eigentlich heute nicht passiert. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen. Danke, dass ihr mich abonniert habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Arenas. Hab euch lieb.